Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengrillerei. Ja, wir sind alles Männer, wir sind richtige Männer. Was lieben wir? Wir lieben Hack, wir lieben Whisky und wir haben auch eine weiche Seite, wir lieben Babybell. Und wie das alles zusammenpasst, das zeigt euch jetzt der André. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und hier seht ihr die Zutaten für unsere Babybell Hackbraten. Ich habe schon mal alles klein geschnippelt und zwar wird das hier unser Hackfleisch. Dafür habe ich jetzt hier unten Gemischtes genommen. Dazu benötigen wir noch Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, dann ein bisschen Semmelbrösel, ein Ei und würzen wir das einfach mit unserem Special Meat. Das ist unsere Hackfleischsache und hier drüben die Sache für die Whisky-Soße. Das ist einfach bloß Ketchup, Zucker, Salz, Whisky und auch von unserer Special Meat Gewürzmischung ein kleines bisschen. Und natürlich, was nicht fehlen darf, sind die Babybells als Füllung. Mit unserer Whisky-Soße fangen wir gleich an. Und zwar wieder mal ganz simpel und einfach die ganzen Zutaten einfach miteinander ordentlich vermengen. Ganze Sache mal ruhig eine Minute umrühren hier und dann ist unsere Whisky-Soße schon fertig. Ja, und genauso schnell geht das natürlich auch, ich stelle die Bösen jetzt kurz beiseite, genauso schnell geht das natürlich auch mit unseren Hackepeter. Es ist ja alles schon vorbereitet, es kommt bloß noch das Ei mit hinzu. Und dann kommt ein guter Schwaps von unseren Special Meat. Die ganze Sache werden wir jetzt ordentlich durchmengen und nach unserem Geschmack mal abschmecken. In der Zwischenzeit oder im Hintergrund, das seht ihr gar nicht jetzt, habe ich schon mal was für den Grill vorbereitet und zwar ist das ein Zedernbrett, das habe ich schon mal eingeweicht und ein paar Räucherspäne. Die sind auch schon im Wasser, da können die schon ein bisschen feucht werden und ich werde jetzt erstmal mir noch hier 5-6 Minuten Zeit nehmen, um das ganze Hackfleisch hier durchzumengen. Weiter geht's und zwar seht ihr ja hier unser gefeuchtetes Zedernbrett. Kleiner Tipp, wer den Whisky-Geschmack sehr liebt, kann natürlich auch das Brett in ein Whisky-Wasser-Gemisch einlegen. So kommt auch noch ein kleines bisschen Geschmack dann an unseren Hackbraten ran. So, dann als nächstes nehmen wir mal unser Hackfleisch und werden das mal auf den kompletten Zedernbrett verteilen und zwar so, dass man ungefähr eine Stärke, ja, 1,5 cm klingt gut. Ja, 1,5 cm ist eine gute Stärke, werden wir jetzt hier so machen. Und das bereite ich jetzt mal komplett auf dem Zedernbrett so vor. So, wenn dann unser Brett belegt ist, geben wir in die Mitte von unserem Hackfleischbett die Babybells hinein. Am Anfang und am Ende lassen wir ein kleines bisschen Platz, bleibt einer übrig, gut, so ein kleines bisschen andrücken und dann werden wir die ganze Sache natürlich mit ein kleines bisschen Hackfleisch abdecken. Kann man ruhig einen kleinen Berg drüber machen. Das hat noch niemanden geschadet. Ich werde das mal jetzt ganz schnell fertig machen. So sieht unser Prachtstück aus. Ja, Soße hat man ja vorhin schon zusammengerührt. Und damit werden wir jetzt erstmal den rohen Hackbraten ordentlich bestreichen. Und den Rest, den heben wir uns aber auf. Da werden wir zwischendurch einmal noch bepinseln, wenn er im Grill liegt. Ja, der Whisky kommt ja richtig schön in die Nase, einwandfrei. Also ich bin mal gespannt, es kann eigentlich gar nichts Schlechtes draus werden, weil Hackfleisch
Whisky, Käse. Einwandfrei. Aber wir werden es bald erfahren. Ich werde den jetzt mal fertig bepinseln. Lass den mal noch so ein halbes Stündchen liegen. Kann da noch ein bisschen einwirken. Und dann gehen wir an den Grill. So, wir sind am Grill angekommen. Ich werde euch mal das Setup erzählen. Erstmal, wir machen das auf dem Gasgrill. Hier drüben links habe ich die vorgewässerten Räucherspäne. Ich habe diesmal Wacholder genommen. Die habe ich hier drüben schon drauf. Fängt jetzt auch ganz langsam an mit Dampfen. Dann habe ich hier unseren Hackbraten in die Mitte gestellt. Links und rechts die Brenner habe ich angemacht. Ich werde jetzt den Garraum so auf 150 Grad einregeln. Wir wollen die ganze Sache langsam angehen, so langsam durchgaren die ganze Sache. Und wie ihr seht, habe ich mir hier auch, haben wir euch schon vorgestellt, mal von Inkbird das Thermometer reingesteckt. Einmal für die Garraumüberwachung und einmal für die Kerntemperatur. Kerntemperatur wollen wir so bei 72 Grad erreichen. Ja, was anderes gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich würde sagen, die Zeit, die gibt es nachher, aber ich schätze mal so mindestens Stunde, anderthalb werden wir hier auf jeden Fall bei dieser Masse benötigen. Deswegen nicht lange quatschen, jetzt einfach mal diesen Deckel zumachen und los geht's. So, unser Hackbraten hat mal wieder zwischendurch eine kleine Auffrischung nötig, und zwar werden wir jetzt mal die restliche Soße hier noch mit drauf pinseln, und wenn dann immer noch was übrig sein sollte, werden wir die ganze Sache noch immer wieder wiederholen, bis der Hack oder die Soße dann alle ist. Geschmack hat ja noch niemanden geschadet. Sieht schon richtig schön geil aus, aber temperaturmäßig sind wir noch weit entfernt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 30 Grad. So, Deckel wieder schnell schließen, damit das schnell weitergehen kann. Da liegt unser Prachtjunge. Ja, wie gesagt, anderthalb Stunden habe ich jetzt doch gebraucht, dass er durch ist auf seine Kerntemperatur. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ich werde den jetzt mal vom Brett befreien, auf ein größeres legen. Dann schneiden wir den mal noch schön an. So, wie gesagt, anderes Brett. Und wir werden ihn mal durchschneiden. Und wahrscheinlich, wenn ich so ein riesen Glück habe, werde ich wieder keinen Käse erwischen, sondern genau dazwischen. Aber schauen wir mal. Der sieht noch schön saftig aus, und wie man sieht, der Käse kommt jetzt auch langsam herausgelaufen. Natürlich, wenn man nach unten hält, läuft er schneller raus. Nee, also sieht wirklich, ich weiß gar nicht, seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ich hole den mal schön ran. Hackbraten noch schön saftig. Deswegen schneide ich mir mal hier eine kleine Scheibe runter und werde die ganze Sache gleich mal noch verkosten. Richtig schön saftig, ne? Der Paprika auch, hier sieht man auch noch außen ringsrum, der Rauchring ist auch noch schön zu sehen. Und geschmacklich wirklich ein Träumchen. Den Whisky, sage ich jetzt so, den schmecke ich jetzt nicht so aus der Gläs heraus. Aber ansonsten ist es doch ein Top-Ergebnis. Ich werde jetzt ein paar Tranchen runterschneiden und den verspeisen. Ich kann nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schließt am besten noch ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von den Sachsengriller. Und mich und Marco seht ihr dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Geil.